HR3 Mathematik begreifbar von der Fachhochschule Technikum Wien und SoftVR SenseLab.io. Abstrakte Inhalte wie Vektoren und lineare Algebra sind für SchülerInnen und Studierende oft schwer zu erfassen. Die Abbildung von Vektoren mit Hilfe von Augmented Reality im realen Raum ermöglicht eine Interaktion mit diesen Elementen als didaktische Unterstützung im Hochschulbereich. Die App Vektor AR3 bei FHTW steht allen als offene Bildungsressource kostenlos zur Verfügung. Digitale Grundausbildung von der österreichischen Sparkassenakademie, Create Media Design, Wer wie was, LearnChamp Consulting und OSB Wien Consulting. Die digitale Grundausbildung adressiert aktuelle Fragen von MitarbeiterInnen der Finanzbranche. Das praktische Werkzeug für Change Management und die effiziente Vermittlung von Lerninhalten liefert online die Antworten auf die Veränderungen in der Bankenwelt. Für Führungskräfte gibt es weiters Präsenzformate zur Klärung der eigenen Rolle in der digitalen Transformation. Infrasoft Ausbildungscockpit von Infrasoft Datenservice und Medizinische Universität Wien. Ein sogenanntes Rasterzeugnis ist der formale Nachweis über die Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin oder Fachärztin. Infrasoft hat in enger Zusammenarbeit mit Professor Oliver Kimberger eine Lösung entwickelt, mit der Informationen zum Ausbildungsfortschritt abgefragt und bearbeitet werden können. Mit der Software sind ein rascher Überblick und eine lückenlose elektronische Dokumentation sichergestellt. Matago.at von DNA Educations, Dennis Nedret Arun. Perfekte Erklärungen für OberstufenschülerInnen. Matago.at bietet 6000 Videos zu allen Beispielen der Mathematik-Matura sowie Kompensationsprüfungen. Fachliche Unterstützung gibt es auch für GeoGebra und Taschenrechner. Inkludiert sind der Support über WhatsApp, ein Instagram-Account und mehr als 350 YouTube-Videos. Matago ist der Ort, an dem die Angst vor der Mathematik zerstört wird. Montage eines Erdungskontaktes am T- und T1-Drehgestell mit Hilfe von Augmented Reality von Wiener Linien und 3D-Macher. Augmented Reality bei der Montage eines Erdungskontaktes am Drehgestell der U6. Über eine Brille und App werden Fachkräfte Schritt für Schritt mit allen notwendigen Informationen durch den Montagevorgang durchgeleitet. Sie sparen durch die einfache Anleitung vor allem bei nicht alltäglichen Wartungstätigkeiten Zeit und sie sind mit dem Einsatz neuer Technologien auch für zukünftige Herausforderungen gewappnet. Siemens Safety Project von Kotflügel und Siemens. Siemens hat gemeinsam mit Kotflügel eine Mixed Reality Anwendung für realitätsnahe Schulungen und die Minimierung von Maschinenstillständen umgesetzt. Dabei können verschiedene Maschinen mit einer HoloLens-Brille im Detail virtuell betrachtet werden. Über eine 3D-Kamera wird die Position der Nutzerinnen geprüft und gezeigt, welche Auswirkungen das Eintreten in den Sicherheitsradius einer Maschine haben kann.